Taube! Kamera läuft! Und Playa del Inglés! Welcome to Puerto Rico! Servus, grüß euch, habe die Ehre! Vielleicht jetzt nicht das Puerto Rico, was ihr denkt, sondern Puerto Rico auf Gran Canaria. Ich habe mal wieder meine Kamera im Urlaub dabei. Hatte ich letztes Jahr eigentlich auch schon in Thailand und in Indonesien, aber Mikrofon vergessen. Es hat zwar ein paar Aufnahmen, da will ich irgendwann mal was draus basteln, aber ich bin einfach zu faul. In diesem Video möchte ich euch mal meine persönlichen Erfahrungen ein bisschen wiedergeben. Und zwar, ich mache das immer so, ich leih mir einfach einen Roller, mache mir keine Gedanken, informiere mich auch nicht davor, lasse es einfach auf mich alles zukommen. Und ja, so habe ich es hier auch wieder gemacht. Roller bzw. Motorrad mieten kann man hier. Es gibt viel mehr Autos zu mieten. Ich denke einfach, das liegt daran, da das hier typisch europäisch einfach ist, da ist es nicht so sehr verbreitet wie in Asien. Hier ist es einfach mehr Auto. Die Leute, Urlauber, Europäer größtenteils sind auch alle bequem. Die wollen auch Gepäck mitnehmen, vor allem wollen sie eine Klimaanlage. Da komme ich schon zum ersten Punkt, was ich allerdings nicht ganz verstehe. Denn wenn man hier mal aus den Touristenhochburgen weg oder rausfährt, da werden die Straßen verdammt eng. Ehrlich gesagt, ich würde da gar nicht mit dem Auto fahren wollen, weil da geht es teilweise so eng zu und die Passstraßen hoch. Mir wäre es dann auch einfach zu riskant, weil wenn man sich die Autos hier anschaut, von den Einheimischen auch, die hier überall geparkt stehen, wie angefahren die sind, überall, ringsrum, alle angekratzt, angeeckt und das. Ja, also mir wäre es, wie gesagt, das Risiko ein bisschen zu hoch, dass mir da jemand einen Schaden reinfährt. Ein Roller ist mir viel lieber als ein Auto. Ja, ich glaube, jeder Motorradfahrer versteht es. Es ist einfach was anderes, wenn man auf zwei Rädern unterwegs ist. Ja, das ist Punkt 2, wenn ihr einen Roller ausleihen wollt. Also ich habe jetzt, da habe ich mich natürlich schon ein bisschen im Vorfeld informiert. motoandbike.com in Puerto Rico. Das kann ich nur empfehlen, die haben in Puerto Rico quasi eine Außenstelle. Du kannst da vorab dein Wunschfahrzeug, gibt auch Motorräder, reservieren und dann sind die, wenn du die abholst, sind die da. Alles sehr seriös. Gut, noch habe ich ihn noch nicht zurückgegeben, aber ich habe davor Fotos gemacht. Sollte man übrigens immer machen. Ich weiß nicht, wie es jetzt in Spanien ist mit Abzocke oder so, aber da in Thailand, Indonesien, da sollte man auf jeden Fall davor mal das Gefährt von allen Seiten absichten. Zu einem nächsten Punkt, das Wetter. Was man auf jeden Fall beachten sollte, es ist zumindest direkt am Meer bzw. an der Küste, da weht immer ein sehr frischer Wind. Da ist es in kurzer Hose und nur T-Shirt oft wirklich zu kalt. Ich bin davon ausgegangen, wenn ich hier in die Berge fahre, dann wird es da oben eher kühler. Aber es ist genau andersrum. Je mehr man ins Landesinnere fährt, unabhängig davon, wie hoch man rauffährt oder wie weit man hochfährt, ihr wisst, was ich meine, desto wärmer wird es. Dann kann es schon mal sein, dass jetzt hat so gefühlte 22, 23 Grad rum und dann fährst du aber jetzt einfach mal 10 Kilometer ins Landesinnere. Dann hat es mal gefühlte, wenn die Sonne runterbrennt, noch gefühlte 30 Grad, 35 Grad. Und ich habe mir von dem netten Mann beim Bikeverleih sagen lassen, im Osten und Westen, da zieht der Wind immer vorbei, weil der Wind kommt meistens aus dem Norden oder zieht vom Norden her über die Insel. In der Mitte staut es sich, deswegen ist hier im Süden quasi Windschatten. Und aber links und rechts, also östlich und westlich davon, zieht der Wind dann vorbei. Und Temperatur und Wind sollte man auf den Schirm haben, weil man sollte nicht einfach in kurzer Hose und T-Shirt losfahren, zumindest eine Jacke dabei haben. Parksituation, ich blick da irgendwie selbst noch nicht ganz so durch. Also Muster, ich habe irgendwo geparkt und habe dann, obwohl ich schon ein bisschen gesucht habe, habe im Nachhinein irgendwann erstmal so die Parkplätze für Motorräder und Mopeds gefunden. Weil eben wenig rumfahren. Also wie gesagt, die zweirädrigen Gefährte sind hier in der Minderheit oder sind hier eine Minderheit.
Ja, fahren allgemein, schaut euch diese Straße an, man fährt jetzt teilweise an der Küste entlang, eine Kurve nach der anderen. Hier an der Küste sind die Straßen sehr gut ausgebaut, guter Belag. Ich würde mal sagen, besser als es bei uns, aber zum Beispiel in Italien oder irgendwo ist. In den Bergen allerdings, Belag ist da, würde mal sagen, so auf Niveau von Südtirol, aber keinesfalls schlechter. Was mir noch so aufgefallen ist, die Einheimischen, die fahren hier teilweise wie die letzten Deppen. Was ich so krass fand, an den Passstraßen oben wieder die alten Muttis in ihren Fiat Cinquecento da die Passstraße runterheizen und die Kurven schneiden, leckt mich am Arsch. Was die aber auch machen, und gerade in so engen Passstraßen, vor allem die LKWs oder ja, auch Autos, die hupen immer vor jeder Kurve, also da Respekt, falls jemand entgegenkommt. Wobei das dann auch nichts bringt, dann man muss ja dann, wenn man das Hupen hört, muss man rechts an den Rand. Man weiß zwar, dass er kommt, aber ja, dann wird man halt totgefahren und wusste es davor schon, weil der fährt deswegen nicht langsamer. Was gibt's noch? Keine Ahnung, tanken. Mein Gott, wir sind in Europa, funktioniert bei uns nur viel günstiger, knapp über 1 Euro in der Liter Normalbenzin. Navigieren, man kommt hier sehr gut klar, indem man einfach nur nach Gefühl fährt so, oder nach Himmelsrichtung. Es gibt hier aber auch gute Schilder, also es ist relativ gut ausgeschildert alles. Eine Frau hat schon gefragt, weißt du überhaupt, wo du lang musst? Und so, hab ich mir kurz angeschaut auf Google Map und dann läuft das. Ich weiß jetzt nicht, muss ich hier lang, muss ich nicht hier lang, ich fahre nach Gefühl. Ich weiß nicht, wohin. Was soll das dir? Wo muss ich hin? Also da glaube ich, darf man nicht rein. Leck mich doch am Arsch, du. Jetzt bin ich zwar, glaube ich, falsch, aber ich bin falsch gefahren. Wir sind jetzt wieder hier, wo wir beim letzten Mal waren. Weiß ich nicht. Jetzt. Ja, aber gut, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Was ich sehr gut finde, überall Kreisverkehr. Es gibt nichts Geileres als einen Kreisverkehr. Hier ist nie irgendwo Stau, man steht nirgends, man ist immer unterwegs, man fährt immer quasi. Ich glaube jetzt nicht, dass mir noch irgendwas, weiß nicht, was könnte man noch. Vielleicht, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es einfach unten rein, vielleicht kann ich es beantworten. Und erstmal danke fürs Zuschauen und wenn ihr wollt, bis zum nächsten Video. Servus, 40, adios.